Jo, wir sind in Madrid und wir haben kein Hotel. Wir drehen heute ein sehr schönes Video. Einer geht in das billigste Hotel Madrids und einer in mit das teuerste hier in der Stadt. Das teuerste kostet knapp 1000 Euro die Nacht und das billigste einfach nur 50. Wir losen jetzt erstmal aus, wer in welches geht und dann sehen wir weiter. Das ist der magische Lostopf. Schick, schack, schluck, wer... Das. Ich ziehe. Ja, aber okay. Du ziehst falsch. Wir haben ein Los, da steht No. Das heißt, das ist das schlechte Hotel. Und ein Zettel mit VIP, das ist das Baba Hotel. Also auf jeden Fall, ich finde nicht mal diese Zettel. Ich nehme den ersten. Ich nehme den ersten, den ich gezogen habe. Ei, ei. Bro. Da steht drauf. No. Ja! Ich mache mir heute einen schönen Tag im 1000-Euro-Hotel. Okay, das ist anders. Okay. Holzi hat das Baba-Hotel. Aber wie ihr vielleicht seht, haben wir den Meli dabei und... Ich nehme den Meli. Wo gehen die Kapsel? Ich will die Kapsel kriegen. Nein, nein, nein. Hier und die beiden dürfen jetzt auch noch mal auslosen. Denn einer kommt mit ins Schlechte und einer kriegt das Baba-Hotel. Yes, beides geil. Beides geil. Okay, Mo zieht auch. No. Guck in die Kamera guck die ganze Kamera, Zeit. Guck in die Kamera. Kannst nicht beide Zettel nehmen. Ah, geil. Ja, Mo, GG. Wir gehen in das absolut billigste Hotel hier von Madrid. Und die Melone, erste Mal dabei, darf sich 1000 Euro senken. Ich würde sagen, die VIPs dürfen auch nochmal für 1000 Euro essen und die anderen für 50 Euro, ne? Finde ich super. Finde ich super. Wenn ihr Bock habt auf mehr solche Videos mit Reisen, andere Städte, Hotels essen, bla bla bla, lasst einen Daumen hoch da, dann machen wir das auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ganz interessant. Wir checken jetzt erstmal ein in die Hotels. Der Meli kauft jetzt auch hier direkt eine Badehose, als er gehört hat, es geht ins 1000-Euro-Hotel. Klar. Direkt mal eine Badehose für 4 Euro koppen, ne? 4,99. Geil, Bruder, warum nicht? Einfach schnell Stäbchen. Bruder, wir fliegen da raus, wenn du mit so einer Badehose ankommst. Wir müssen da ein bisschen exquisit auftreten. Ja, Bruder, du kommst ohne Badehose an. Ja, das ist besser. Why are you gay? Hier trennen sich jetzt offiziell unsere Wege. Also, falls ihr jetzt noch tauschen wollt, ist die Chance. Nee. See you later, Alligator. Spaß, Mo ne? Und ich brechen auf. Auf geht's. Komm, Mo. Wir müssen in die gleiche Richtung. Achso. Ja, gut. Ah, ey, dieser awkward Moment. Ciao, aber man muss in dieselbe Richtung. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Mehr als awkward. Wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall ein Taxi, weil Mo ist ja immer noch gehandicapt mit seinen Krücke. Laufen ist da eher nicht so gut. Ja. Und wenn wir... Rafael de Riego, 19. Aha! Taxifahrer hat uns jetzt hier in so einer kleinen Straße rausgelassen und... Wir sehen es schon, wir sehen es schon. Ihr wisst ja gar nicht, ihr wisst gar nicht, was auf euch zukommt, beziehungsweise auf uns. Wir wissen natürlich ein bisschen schon. So, nach einem langen Weg haben wir es endlich geschafft. Wir sind am Hotel angekommen und ich glaube, unser Grinsen ist breiter als alles andere. Wir sind sehr, sehr gespannt. Das ist es. Man fragt sich jetzt, was zur Hölle ist das? Oxygen Hostel, what the fuck? Sauerstoff-Hostel. Ich sehe, wo ist überhaupt der Eingang? Oh. Okay, von außen sieht man nicht ganz so viel, aber wir gehen rein. Okay, das ist der Eingang. Hostel. Ja. Gracias. To the right, man. Oh, was ist der erste Eindruck, Meli? Geil. Vor, als wäre sie hier. Wir fällt kein Vergleich ein. Nice. You sharing a room or you have two reservations? No, we have one reservation. One reservation? Bruder, ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie noch auf der Erde sind oder auf dem Mars oder guck mal, was ist das hier für so eine NASA-Raumstation, ne? Das ist Moos Bettzimmer. Ich habe keine Ahnung, wie man guck das. Guck doch mal da rein, weil 5 Knöpfe, ich starte gleich Raumschiff. Ja, wir müssen das gleich noch von innen abfilmen und das ist meine Kapsel. Oh. It's only as a guarantee, as this was already. Beim Check-in erstmal einen schönen Champagner hier genehmigen, wir haben die Füße vor. Ich tippe einfach mal hier drin. Ja, ja. Ob das in der Kapsel auch so aussieht? I doubt it. Hello. I'm sorry. Oh, yeah. Wow. This is only the reception. Like, what's going on? Thank you. Schon klar, also betrunken schwer hier hochgekommen. Aber. Was ist das? Fühlt sich ja wie zu Hause, oder? Machen wir das hier auch mal zu, ne? Ja, brauchst du deine Ruhe. Auf geht's. Kommst du da jetzt noch raus? Wie geht das auch?
dachte mir. Der dachte, der ist jetzt eigentlich. Mo und ich stayen jetzt hier eine Nacht in diesem Raumschiff. Fragt euch jetzt natürlich, Bruder, wo ist Klo? Es gibt Gemeinschaftsklos und Gemeinschaftsdusche. Okay, geil. Wir haben hier eingecheckt am Shampoos. Der Kollege holt sich extra für einen Fünfer hier Badeshorts. Die hat sich beim Pool. Ey, das gibt einen Sternabzug. 5-Sterne-Hotel ohne Pool. Also das ist schwach. Wir benutzen das halt mal so, keine Ahnung, 3 Leute mal am Tag. Alter, Digga, ich gehe nicht durch. Du kannst dich ja hier schon einrichten. Du kannst dir ja schon Shampoo da hintun, ne? Und dann, ne? Passt halt, ja, ne? Ich bin so geflasht gerade, Alter. Schöne kleine Gänge hier. Und da hinten ist unser Room. Ist ein Junior Suite. Bitte machen Sie auf und gehen Sie vor. Ja, okay. Warte, mach mal Karte direkt hier rein, dass das schön hell ist. Oh yeah. So, Oderle, da kommen wir hier rein in unser schönes Wohnzimmer. Bruder! Junge! Mit einfach Flachbildfernseher dabei. Boah. Als wenn wir hier gerade irgendwie. Ja, wir haben. Das ist halt Junior Suite, ne? 50 Quadratmeter. Eine Gitarre! Eine Gitarre! Da trällern wir. Oh, ich mach's schon fast kaputt. So, ich bin jetzt hier über dem Mo. Ich mach jetzt mal hier zu, ich will meine Privatsphäre. Also. Das ist wirklich next level. Hier mein kleines Kissen, wenn ich mich so hinlege. Also wenn ich mich mal richtig hinlege, wie ich wirklich liegen würde, so, dann sind meine Füße einfach genau da. Ich will gar nicht wissen, wie Holzi und Meli sich da gerade abfeiern, dass sie in dem Baba Hotel sind, Alter. Und Mo und ich, wir liegen hier einfach in einem fucking Raumschiff, Alter. Eine Badewanne mitten im Raum. Boah, das ist ja geil. Bruder, du schläfst gleich hier und ich gehe da baden. Geil. Junge, was ist das? Was ist das Bild? Oh, oh. Wie kann man, Bruder? Was ist das? Oh. Was ist das? Vielleicht ist das mit Absicht so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier was, ja. Das ist Kunst so, das muss so. Das muss so. Disco, Pogo, klingelingeling. Dann haben wir hier noch ein schönes Badezimmer. Eine Regendusche aus Marmor. Und ein Klo. Das ist halt ein Klo. Ist da was drin? Nein. Also, ich meine, ich könnte die einziehen. Ich könnte einfach am Leben wohnen, oder was? So, von 1 bis 10 mal in die Kommentare. Was ist das hier? Also, für mich glaube ich, eine 10 von 10. Okay, jetzt mal Real Talk. Was kann man hier machen, Alter? Kannst hier Licht natürlich. Und Air Condition. Also jetzt hebt das Raumschiff wirklich ab, Alter. Jetzt habe ich hier irgendwelche Knöpfe gedrückt. Der Silberpfeil muss natürlich immer mit. Ich glaube, hier in dem Hotel fühlt er sich auch sehr wohl. Sugar free, genau mein Ding. Einfach anders. Lasst bitte ein Like da. Lasst bitte ein Like dafür da, dass das nächste Mal Meli einfach in dieser Kapsel ist, Alter. Stellt euch mal Meli in dieser Kapsel vor. Der Meli ist total überrascht hier. Sieht schon sehr stabil aus, Meli, muss ich sagen. Also, man kann jetzt einfach nur hier schlafen und hoffen, dass die Zeit vorbei ist. Also, beste Roomtour, die es gibt, ne? Ja. Ey, wollt ihr mal kurz eine Roomtour von meinem Zimmer? Fertig. Du bist doch ein verdammter Rockstar, Mann. Treller mir doch jetzt mal was hier. Das Ding ist, allein durch das Anfassen der Gitarre habe ich schon gemerkt, dass sie nicht gestimmt ist. Erstmal stimmt. Das ist laut. Hör doch mal, Siehst du, wie der sich bewegt? Was ist das? Der ist locker. Deswegen, ich muss kurz gucken. Er hat wahrscheinlich wirklich recht. Ich hab's recht. Ich glaube ungefähr in etwa die Kapsel, wo Mo und Spidey drin sind, ist so ungefähr der Korpus von dieser Gitarre. Mal kurz der Bums-Test. Das ganze Ding, Alter. Silberpfeil, immer geil. Der muss natürlich mit, auch auf so einen Trip, ne? Und checkt auf jeden Fall auch die Gewinnspiele ab, die regelmäßig bei Insta auf jeden Fall gepostet werden. Da könnt ihr immer nice Sachen gewinnen. Vielleicht auch mal so eine Nacht hier in so einem geilen Hotel. Und wir machen jetzt erstmal einen Betttest. Boah! Ja? Ist ganz weich. Sollte funktionieren. What? What the fuck? Das habt ihr nicht gesehen.
Ja, fühlt sich gut. Jetzt hier auf dem Klo, Leute, ich bin wirklich einiges so gewöhnt und habe eigentlich nicht so eine, ja, so eine niedrige Hemmschwelle. Keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine, aber das killt mich schon, dieses Hotel, Hostel, Raumschiff. Das ist schon echt too much für mich. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt. Jetzt auch nochmal drauf springen. Ja, der eigentliche Bett-Test ist, wenn die Kanonenkugel, die Melone dahin kommt. Wir sind ready. Brich dir nichts, mein Junge. Und wie fühlt sich das Bett an? Sehr gut, Bruder. Was willst du heute Abend hier noch alles erledigen? Genau das. Ja, Leute, ich muss sagen, das Hotelzimmer ist ganz cool, ne? Muss man echt sagen, aber. Ich glaube, so eine Kapsel ist natürlich auch schon echt wild. Also da wäre ich jetzt sehr gerne. Schalten wir mal rüber, ne? Was? Geh. Ich gönne mir gleich echt ein Bad, hier so eine heiße Wanne. Findest du das schlimm, wenn ich dann hier nackt drin liege und meinen Silberpfeil trinke? Oder was für schlimm? Dann krieg ich direkt auch einen Silberpfeil. Ja, das meine ich ja. Wir haben jetzt hier ein bisschen gechillt. Einfach. Du kannst hier nichts machen. Einfach liegen. Am Handy chillen. So. Du hörst ja auch wieder Scheiße. Das Einzige, was mir hier jetzt noch so ein bisschen. Bis in den Tag im wahrsten Sinne des Wortes versüßt. Das ist der gute alte Silberpfeil. Silberpfeil ist immer dabei. Checkt auf jeden Fall Silberpfeil ab. Auf Insta immer sehr nice Gewinnspiele. Vielleicht gewinnt er dann auch hier mal so eine Reise zum Mars. Meine Laune ist am Tiefpunkt, Alter. Am Tiefpunkt. Wir haben jetzt nachmittags. Wir vergammeln einfach in diesem Raumschiff. So, wir checken jetzt mal noch aus, was es hier sonst noch alles gibt, ne? Wir haben ja herausgefunden, ein Pool gibt es auf jeden Fall nicht. Das ist, glaube ich, mein Highlight dieses Videos. Der Kollege holt sich extra eine Badehose, weil wir denken, hier gibt es safe einen Pool. Und es gibt einfach keinen. Egal, dafür haben wir eine riesen Badewanne, da kann man auch mit Badehose reinnehmen. Safe. Ne? Aber ich würde dich schon gerne nackt sehen. Das machen wir auf Kamera. Okay. Das soll jetzt nicht wahr sein, Alter. Ich habe gerade meine Turnübung ja gemacht. Da habe ich einfach das hier auf meinem T-Shirt gefunden. Ich glaube, das ist ein Finger- oder Zehennagel. Das ist einfach nur abartig, Alter. Ja, der Schwass wirklich auf. Ich muss hier raus, Alter. Ich muss hier wirklich raus. So ein bisschen hier so Atemnot, so ein Gefühl, dass man gleich keinen Sauerstoff mehr hat. Ne? Also ich habe einen Fingernagel auf mir gefunden. Das ist anders. Das ist einfach nur abartig. Ich will wieder zur Erde. Ja, einfach so ein Fingernagel war dann plötzlich auf mir. So ein abgeschnittener halt. Ja, bin ich schon bei 19. Ja, bei 19. Ich muss hier wirklich raus, das ist kein Spaß. Mehr. Ey, für ein Hotel Gym echt nicht schlecht. Also ich würde sagen, das Aufwärmen überspringen wir und wir nehmen die schwersten Hanteln und heben die an. Ja, das sollten wir jetzt machen. Damit wir jetzt auch Energie haben für die schwersten Hanteln, die wir das haben. Du siehst mir auch müde aus. Ja, deswegen, ja. Ja. Trink eine Stufe Silberpfeil. Rein damit. So, jetzt geht's ab. Jetzt kann die Party starten hier. Boah, das sind 60er, glaube ich. Boah. Eins, zwei, drei. Oh, Meli, du gehst gleich fliegen, Alter. Der hebt gleich ab. Wir sind jetzt gerade außen vorm Hotel und ich versuche hier, die Kollegen Schwagers zu erreichen, Alter. Ey, das ist geisteskrank. Die gehen einfach beide nicht ran, ey. Ey, die sind 100% irgendwie im Pool oder Sauna oder Massage oder irgendwie so eine Scheiße, Alter. Und wir sterben hier, Alter. Nee, ich hab dich jetzt hier extra in so einen besonderen Raum eingeladen. Das sieht sehr romantisch aus. Ich würde sie jetzt bitten, ihre Klamotten abzulegen. Nein, ich meine ausziehen. Also Meli, wenn du jemals was in mir gesehen hast, dann wäre jetzt der richtige Moment. Tu die Kamera weg, Junge. Ich glaube, wir machen ein bisschen zu viele Jokes.
Hey. Jokes. Meine Companeros, Companero, hey, Muchacho, bist du mein Companero-Freund? Und? Wie findest du es? Ich bin so abgefuckt, Alter. Ich nehme alles zurück von wegen, ich will das billige Hotel. Das ist die größte Scheiße. Ist es nicht gut? Warum? 50 Euro? So schlimm kann doch nicht sein. Nicht mal 5 Euro hätte man dafür ausgeben können. Uns ist aber auch was echt Witziges passiert. Du wirst nicht glauben. Ich werde, glaube ich, auch nicht lachen. Wir haben keinen Pool. Was ab? Es gibt keinen Pool. Er kauft sich extra eine Badehose. Wir haben keinen Pool. Ey. Nach den 14 Kalorien, die verbrannt wurden, ne? Genau das Richtige. Mille Ciao gegönnt. Nix. Ein paar Sekunden später. Nicht mal aufgegessen, da kommt schon das nächste. Ich hab davor noch Schrimps gegessen. Die falsch kamen. Ey, Bruder, ich bestelle hier Steak und Brot und die kommen hier mit einer Krabbensuppe an. Also, ich hab noch nie sowas gesehen. Egal, wird alles gegessen. Gönnst du wenigstens einen so eine grüne Ding? Nee. Für Kapsel. Kannst du alle haben. Ich nehme auch. Zahlen. Komm, das ist unsere Mahlzeit. Die Kapselkinder wollen sich jetzt mal ein richtiges Zimmer angucken, ne? Wie die echten Menschen leben. Und die gnädigen Herren Meli und Holzi führen euch jetzt mal ins Leben ein. Was ist das, Alter? Habt ihr hier noch so eine eigene Rezeption? Wenn hier einer rein will, dann sitzt hier erstmal einer und. Hey, komm ich! Junge, wir werden natürlich die Chayas vorher abgecheckt, bevor die da rein dürfen. Ne? Die müssen sich hier anmelden. Hier wird das Handy abgegeben und dann darfst du damit reinkommen. Wer sind Sie? Das ist der Wartebereich für die Chayas. Nee. Und? Herr Holz ist halt ausgebucht! Und wenn die fertig sind. Willst du jetzt endlich deinen Witz erzählen? Ich lass ihn doch jetzt mal seinen Witz erzählen. So, Mann, jetzt macht das doch keinen Sinn mehr, Mann. Wenn die da fertig sind, ich wollte sagen, wenn die da fertig sind, können die ihre Unterhose hier lassen, dann machen wir am Ende Gewinnspiel oder so. Haben wir alle gelacht. Hey. Ja, für so einen Spruch habe ich echt 3 Jahre gewartet, Alter. Das kann doch nicht aufs Video kommen, ne? Das ist ja gut schlecht. Ne. Also. Mal Kopf zu. Damit sich der Kauf der Badehose natürlich auch gelohnt hat, testen wir jetzt die Badewanne aus. Ich glaube, oh, das wollen wir nicht sehen. Dreh dich hier rum. Ach du. Wie Gott ihn schuf, ey. Meinst du, nein, nicht ganz. Ich hab noch ein bisschen was draufgetan, nachdem du mich geschlafen hast. So, ich tu das dann. Meinst du, die Badewanne hält das aus? Ja, das ist die nächste Frage. Aber mach keinen Arschbaum, wenn er sonst vorbei ist. Oh, er gönnt sich ja sonst nicht. Gepriesen sei der Mädchen. Oh, Digga! Und ich finde, du brauchst noch ein bisschen Salz. Wo das Wasser super ist. Hier ist noch schön Kochsalz rein. Also, die lassen sich scheinbar hier gut gehen. Aber Leute, Real Talk, wir werden hier nicht schlafen. Mo und ich müssen gleich zurück in die Kapsel. Das ist das Abschiedslied für uns. Schön mal schönes Abschiedslied. Oder? Machine Gun Kelly? Jetzt spielt man. Genau deshalb solltet ihr keinen Crack nehmen. Man könnte ja sogar theoretisch auf dem Sofa schlafen und der Mo hier auf dem Stuhl, aber macht keinen Sinn. Für uns heißt es ab in die Kapsel und diesen Anblick will ich mir auch keine Sekunde länger geben als nötig, ey. Irgendwann später. Wir sind jetzt nochmal zu unserem Hotel hier gehasselt, die Jungs müssen das auch sehen. Und erster Eindruck von außen schon mal sehr angsteinflößend, muss man sagen, ja. Was machst du da schieben, Alter? Schieben! Oh mein Gott. Von da hier hin. Der ging nicht. Der drückt diese Tür ein. Da ist extra so ein Schlitz, damit du die Finger da reingreifen kannst und ziehen kannst. Der Bruder drückt doch. Wo ist denn dieser Schlitz bei dir? Aber gemütlich ist es eigentlich so. Bisschen komische Flecken hier. Na perfekt, so. Dann bleib einfach da. Krieg das jetzt auch nicht mehr auf. Ey, ich finde das super. Wir machen jetzt Hoteltausch. Ihr feiert das so ab. Sure, die wollen einfach hier so bleiben, ab. Ne? Dann gib mal jetzt Karte da für euer Hotel. Nee, kannst vergessen. Dann wirst du jetzt eingeschränkt. Holzi kommt wirklich nicht raus. Also Leute, Silberpfeil abchecken, ne? Spannende Gewinnspiele in Instagram. Ja, also Holzi und Meli feiern es unnormal ab. Gib Karte für diese andere Zimmer und wir tauschen. Ich hab da gar kein Problem.
Also sagt schon, der wäre fast perfekt. 500 Euro und wir wechseln. Ich muss ja noch den besten Deal hier rausschlagen. Mo, du musst eigentlich in die Mitte. Reverse Nate Schnitte. Oh, Meli denkt sich doof sein. Ich will das. Ich wäre so gerne bei den Jungs. Der wollte so gerne dabei sein, arme Junge. Na? Willst du auch noch rein? Komm, komm. Let's go. 6,5 Stunden später. Dann morgen. Guten Morgen, Friends, Leute. Wir sind gerade wach geworden. Ey, ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussah, aber dieses Bett ist sehr nice. Also da kann man auf jeden Fall gut drin schlafen. Und ich fühle mich hier schon wie ein verdammter Rockstar, Mann. Weil, guck mal, wie das hier einfach aussieht. Ich habe hier einfach alles hingeworfen, mich benommen wie sonst wer. Ich war gestern sogar da noch baden. Ich habe viel zu viel Wasser reingemacht, man sieht es aber zum Glück nicht mehr, ist alles getrocknet, hier war alles nass und voller Schaum. Hier ist einfach noch Melis Badehose und ja, ich frage mich, ob die Jungs in der Kapsel auch so gut gepennt haben wie ich. Ne? Nacht war ein bisschen kurz, aber in der Kürze liegt die Würze, meine Freunde. Und ich gebe dem Hotel hier eine 10 von 10. Man sieht doch überhaupt nicht müde aus. Peace out, Freunde. Was ein Life.